Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Und mit dabei wieder Beta. Hallo an dich. Hallo. Und wir müssen jetzt heute ein paar große Rohre transportieren. Also zwei an der Zahl. Ja, bei Beta sehen wir schon, der hat schon aufgeladen. Und ich jetzt auch. Also, das ist aber klein. Ich wollte gerade sagen, bei dir sieht der LKW voll aus mit dem Rohr. Bei mir sieht irgendwie der Hänger so halb voll aus. Ich würde dann nur locker irgendwas draufkriegen. Aber wollen wir vielleicht nicht die Fähre benutzen? Sondern? Außen rumfahren. Hier links lang oder? Ja, links lang. Oh, viel Spaß. Also, mache ich zumindest. Du kannst ja die Fähre benutzen, aber eben beim Hinporten. Hast kein Geld mehr für die Fähre oder was? Doch, das schon, aber mein Hänger hat ja eben bei dir schon gebackt. Nachdem ich die Fähre genutzt habe. Deswegen wollte ich das jetzt mit dem Rohr drauf nicht probieren. Solange das bei dir in Ordnung ist. Jetzt fahre ich außen rum. Außen ist es günstiger, das stimmt. Ja, Panik, das ist mein neuer langer LKW. Wo bist du denn? Du fährst auch da entlang. Sicherheitsabstand. Du hast keine Warnleuchten, da weiß man nie, was der Junge tut. Aber hast du jetzt auch Sprit mit? Nö. Und wo soll ich denn nachtanken? An dem LKW, der noch da steht. So, dann fahren wir zuerst zu deinem, wa? Ja, muss man doch eh. Ja, fahren wir hier links raus? Finden wir, ne? Ach, fahr mal vor. Ist klar. Aber ja, ich habe die Warnleuchten. Ich habe das Hinweisschild, dass hier breite Ladung kommt. Aber auch im Wendekreis wie ein Flugzeugträger, das Ding. Naja, was erwartest du? Ist ja lang wie so ein Bus. Ohne dass er in der Mitte irgendwo knicken kann. Ui, was ist hier los, Peter? Was ist da los? Gar nichts ist los. Fahre. Und bei dir? Bei mir ist alles gut. Aber du wirst so langsam. Ich habe ja auch ein großes Rohr. Und eins auf der Ladefläche. Eieieiei. Warte, das gucken wir uns an. Oh, entladen. Jetzt müssen die Zuschauer entscheiden, ob ich dir helfen soll, wa? Nein, warte mal, bleib mal so. Bleib mal so. Nicht bewegen. Warte. Was du willst, ich muss jetzt mal meine Fracht wieder aufladen. Ja, das will ich ja gerade tun. Nein, es ist runtergefallen. Ich hab doch den Kran dabei. Dem Zahnstocher willst du ja ankommen. Deswegen habe ich gesagt, warte mal, weil noch ist er nicht so, es ist noch nicht weit weg, ne? So, versuchen wir zu sichern. Geht nicht. Jetzt? Noch nicht. So nicht. Der liegt definitiv drauf. Warum schiebst du es runter? Ja, warte.
Danke. Warte, ich sichere dich einmal. Sicher mich selber, danke. Warte mal kurz, die sind ein bisschen leise. So, fürs Protokoll, ich bin übrigens dadurch gekommen, ohne abzuladen. Ja, du hast ja auch einen knickbaren Anhänger. Ja, ich habe also mein Arbeitsgerät besser gewählt. Aber ich habe Warnleuchten und ein Schild dran, dass hier breite Fracht kommt. Jetzt müssen die Alerts tatsächlich lauter sein. Wo müssen wir denn hier lang? Also sind wir nicht hier wieder am Anfang, wo wir eben auch schon waren? Oh, ich höre gerade nichts. Danke fürs Testen, Panik. Danke, Panik. Viel Spaß bei was auch immer du tust. Was eine Aussicht. Ja, und entweder hat René jetzt hier gerade einen Schnitt vergessen oder da war gerade ein Cut. Ja, also könnte passiert sein, dass da ein Cut ist, wenn ich es nicht wieder vergessen. Ist mir noch nie passiert. Nee. Was ist jetzt eigentlich mit deinem Mikrofon? Ja, das hat ja hat derjenige an wen anders verkauft. Ich war zu langsam. Ich hätte wahrscheinlich gleich ja sagen sollen. Aber naja. Deswegen immer noch die alte Mikroqualität. Die aber glaube ich auch gar nicht so schlecht ist. Ne? Ja, man erträgt es. Man erträgt. Hast du eigentlich schon was gehört, wann die nächste Season rauskommt? Nö, aber es gab letztens irgendwann auf Steam eine Ankündigung. Zumindest was es ist, wie sie heißt.
Erzähl, ich bin gespannt. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Okay. Ach doch, das war doch dieses Filmmaking-Ding da. Mit den... mit diesen komischen Camping-Anhängern, die du durch die Gegend ziehen musst. Für die Movie-Stars. Okay. Ja, aber dann musst du ja bestimmt auch schöne Plätze bauen. Da gibt es bestimmt Animationen. Ich hoffe, dass es Animationen gibt. Aber vielleicht weiß ja irgendwer von euch schon ein Release-Datum. Wenn ja, kann er das gerne mal drunter schreiben, weil... zwischen Aufnahme und wann die Folge kommt, vergeht ja auch noch ein bisschen Zeit. Also, vielleicht gibt es da schon was Neues. Peter! Ja, ich habe mein Rohr... Du hast dein Rohr verlegt. Ich wollte es nicht sagen, aber ja. Warum tust du das? Nehmt euch in Acht vor Peters, die rückwärts fahren. Wechselst jetzt den LKW und kommst mit dem anderen LKW mit? Nö. Ich warte hier, bis du abgeliefert hast. Ach, na toll. Dann machen wir mal Licht an, dann ist nicht so dunkel. Aber wenn du nicht vor mir fährst, dann kann ich ja schneller fahren. Ja. Viel Spaß. Und wenn ihr sehen wollt, wie René ein Rohr verlegt, dann müsst ihr jetzt ans Video gucken. Also die im Stream müssen ins Video gucken und ihr müsst einfach schnell weggucken. Hier im Video. Da, Peter. Zeigen, dass es überhaupt nicht so schwer ist mit so einem Anhänger. Ja, du hast den aber auch über die Reifen geschoben. Gegengesetzt der Achsrichtung. Das habe ich nicht gemacht. Ja, genau. Nein. Guckt euch das Video an. Die standen quer und längs und unhungerverrückt im Kopf. Ja, und damit haben wir die beiden Missionen auch abgeschlossen. Und kommt zum Ende der Folge. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Guckt in die Videobeschreibung. Da steht der Twitch von PixarGhost verlinkt. Und von daher sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.